Was geht, meine Freunde? Wir sind zurück zur zweiten Folge Beat the Buzzer. Das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt. Das ist irgendwie mein Quizformat, mein Sportkarten-Quizformat. Und ich feiere es ultra und ich finde es cool, dass es so gut bei euch angekommen ist. Ich habe versucht, die Fragen noch ein bisschen anzupassen. Ist natürlich auch immer, es braucht einfach so ein paar Folgen, um zu wissen, wie euer Niveau ist. Jeder hat auch ein anderes Niveau, was für Fragen cooler sind als andere. Und ja, wenn euch das Format gefällt, lasst sehr gerne ein Like da, weil es ist einfach krass der Unterschied, wenn ein Video am Anfang viele Likes bekommt, wie viel öfters das aufgerufen wird oder angezeigt wird. Und wir haben auch fast die 200 Abos, also wenn euch der Content gefällt, lasst sehr gerne ein Abo da. Und ich erkläre euch jetzt nochmal ganz kurz das Format von Beat the Buzzer. Also, es geht darum, ich habe einen Gast, wir stellen ihn gleich vor, einen Moment noch. Ein Zuschauer von mir, der von Anfang an dabei ist, die ich gefragt habe, hey, hast du Bock mitzumachen? Ich weiß ungefähr, was die sammeln. Ich weiß ungefähr, wie deren NBA-Sportkarten-Expertise, wie die ist. Und zwar haben wir als Gewinn heute diese Kobe Bryant Pink Insert und die Mo Wagner Rated Rookie Silver. Ich hatte nämlich letztens einen Deal mit meinem Gast und da hatte er auch Interesse an der Kobe, aber die war noch ein bisschen zu teuer und die wird für so 10 bis 15 Euro verkauft. Ich habe einfach 10 Euro genommen, 2 für die Wagner, dann kommen wir auf 12 Euro und ich stelle ihm jetzt 11 Fragen und jede Frage gibt ihm quasi 1 Euro Rabatt auf die beiden Karten, die ich mit 12 Euro Gesamtwert berechnet habe. Er kann insgesamt sogar 13 Punkte holen, also er hat eine doppelte Chance, auf 0 Euro zu kommen. Also wenn er alle Fragen richtig beantwortet, kriegt er die Karten komplett umsonst von mir. Wenn er 5 Fragen richtig beantwortet, dann kann er am Ende des Videos entscheiden, ob er die beiden Karten für 7 Euro haben will. Das ist so das Format. Es gibt NBA-Fragen, Sportkartenfragen, ihr werdet es gleich sehen, ist ein richtig geiler Mix dabei. Und als Dankeschön, dass der gute Enrico heute dabei ist, aka Card Minimalist auf Instagram, kriegt er noch diese Chris Middleton Splash von mir geschenkt. Und ja, Enrico, du kannst dich kurz vorstellen, wenn du willst. Als erstes dann mal vielen Dank, dass ich da sein darf überhaupt. Wie du schon gesagt hast, ich bin Enrico, Bucks-Fan seit ganz, ganz schwierigen Zeiten und bin jetzt froh, dass es mal ein bisschen besser läuft, sagen wir es so. Und ja, sammelt persönlich True Holiday. Joel, ich habe gesehen, noch Dante DiVincenzo habe ich noch gesehen. Mo Wagner so ein bisschen. Genau. Und du hast ein neues. Und eine Sache muss ich sagen, guck mal auf Enricos Instagram vorbei, weil der präsentiert seine Karten richtig geil. Also wirklich richtig geil. Müsst ihr unbedingt mal. Habe ich dir auch schon gesagt, glaube ich mal, dass ich das feier. Ja, yeah. Danke schon. Wird auch ein bisschen umgestellt in den nächsten paar Wochen. Ja. Und ihr habt gesehen, Mo Wagner und Donald DiVincenzo habe ich eben angefangen. Okay. Habt ihr auch ein paar Sachen gehabt. Teilweise habe ich sie noch. Und genau, aber True Holiday ist jetzt so mein Main PC. Okay, und wie ihr wisst, vielleicht aus der ersten Folge tue ich immer die Fragen ein bisschen anpassen auf die Spieler, die derjenige sammelt. Deswegen würde ich sagen, wenn du ready bist, fangen wir mit der ersten Frage an, oder? Let's go? Alles klar, perfekt. Okay, let's go. Die erste Frage ist so ein bisschen Aufbaufrage. Und zwar, welche zwei Trikotnummern hat Kobe Bryant in seiner NBA-Karriere getragen? Scheiße, da steht mein Bild, ich bin so dumm. Okay, komm. Aber dann musst du nur. Okay, komm, reden wir nicht drüber, was ein Fail. Aber dann sag mir die zweite Nummer noch, unter der Kobe Bryant bekannt ist. Komm. Also die erste ist die 24, die Kaufaufwärts. Sehr gut. Und die zweite ist die 8. Ja, komm, ich dachte mal, es ist geil. Wir kennen es ja in der Klausur. Wir kennen es doch auch. Wir Studenten, wenn man eine Klausur vorbekommt und die erste Frage eine easy Frage ist, dann hat man ein viel besseres Gefühl für danach immer, oder? Kennst du auch, oder? Ansonsten, ja, auf jeden Fall. Ansonsten wird es auch was ganz übel. Oh, wenn die erste Frage scheiße ist, dann läuft meistens die ganze Klausur auch scheiße. Ja. Gut, du hast den ersten Punkt. Ich notiere mir das. Und ich würde sagen, zweite Frage ist folgende. Die Bucks hatten ja eine geisteskranke Win-Serie diese Saison. Weißt du, wie viele Spiele die in Serie gewonnen haben? Ich habe dir drei Antwortmöglichkeiten gegeben. 14, 16 oder 19 Spiele in Folge. Ich weiß, dass sie dann leider gegen Philadelphia verloren haben. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich die Frage nehme, gegen wen die Serie gerissen ist. Das war eine Alternativfrage. Das hätte ich auf jeden Fall sagen können. Ich wusste auch, dass unter 20 sind. Ja. Ich glaube, das müssen 16 gewesen sein. Ich glaube, dann noch ein paar Spiele bis zum 20. Du gehst mit 16? Ich bin mir echt gerade unschlüssig, ob 16 oder 19, aber ich gehe bis 16. Ich glaube, es waren nicht zwei Spiele bis 20. Okay. Na, wobei doch, die waren doch, Moment, die waren zeitweise, glaube ich, sogar 18-0 gestanden. Dann. Ja, ich nehme 19. Ich nehme die 19. Nimmst du 19? Es waren doch die 16. Scheiße, ich dachte tatsächlich, dass es 14 waren.
als ich nachgeguckt habe. Ich wusste es auch nicht mehr. Das war das Spiel 17 gegen Philadelphia. Ich war mir tatsächlich, das war jetzt ein 50-50. Ja, ja. Na gut, schade. Aber egal, egal, weiter. Ein Punkt hast du schon mal. Und du kannst immer noch genau auf 0 kommen jetzt. Kannst immer noch. Okay, nächstes, ich bin sehr gespannt. Nächste, oh, das ist eine geile Frage. Und zwar, ich habe mir die letzte One-of-One von Dante DiVincenzo rausgesucht, okay? Auf 130. Das ist eine Spectra Nebula Prism Rookie True One-of-One. Und du musst mir jetzt sagen, und wie viel diese Karte, verkauft wurde. Wert ist ja immer schwierig bei einer One-of-One. Es geht ja immer Angebot-Nachfrage. Und du hast eine 50-Euro Price-Range nach oben und unten. Hast du irgendein... Denk einfach mal laut. Lass mal die Leute teilhaben, was du denkst bei der Karte. Also erstmal für mich persönlich eine mega schöne Karte. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich absolut. Also jetzt überhaupt kein Anhaltspunkt oder so. Von One of Ones war ich dann doch immer noch als Student relativ weit entfernt, sag ja, ich mal. Safe. aber puh, wenn ich schätzen müsste... Würde ich sagen, mein Spectra ist grundsätzlich auch immer recht teuer. Ist eher ein Higher-End-Set, ja, das stimmt. Aber es sonnet DiVincenzo nach der Verletzung, also auch nicht mal so begehrt. Die Karte wurde im Februar verkauft. Also relativ Februar. Frisch, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen 600. Also ich schwanke zwischen 600 und 650, aber ich würde sagen, da probieren wir mal 650. 600? Sag, lockst du ein? Ja, 650, das war nicht das. 650 lockst du ein? Okay, okay. Ich hab wirklich... Kann auch sein, dass komplett daneben ist. Ey, ohne Scheiß, ich hatte gar keine Ahnung bei der Frage. Also wirklich, es ist wirklich tricky, weil War of Wands ist halt einfach nur Angebot und Nachfrage. Gibt's zwei Leute, die diese Karte unbedingt wollen und bieten sich zu Tode? Du weißt, was ich meine, ne? Und es kann auch sein, dass niemand diese Karte will und dann geht die für 50 Euro weg, ne? Ja, also das ist tatsächlich One of Ones und dann ein ganz Spieler, der halt eben nicht so mega begehrt ist. Ich gebe dir mal einen Tipp kurz, okay? Weil ich war letztens an einer Damian Lillard dran, aus Revolution. Also ich bin auch so ein paar Holy Grails von Dame gerade dran. Ich weiß, es ist viel zu crazy für die kurze Zeit, die ich im Hobby bin. Aber die Dame Revolution, die war so bei 400 bis 450 Euro. Und wir müssen ja bedenken, die Dame und die Dante DiVincenzo sind kein Autogramm oder Patch oder sowas, ne? Aber die Dame war auch keine Rookie, oder? Die Dame war auch keine Rookie, nein. Okay, weil das war eine. Deswegen habe ich gedacht, dass es teurer ist. Aber dann, ja, dann wahrscheinlich weniger. Was würde ich denn sagen? Ja, dann 350. Okay, finale Antwort 350? Ja, aber du kannst doch gerne erst einloggen. Ich bin da tatsächlich relativ planlos. Okay, komm, wir machen 53 und... Alter, fast richtig. 365 wird die Karte verkauft im Februar. Deswegen mit deinem ersten Guess warst du noch ein bisschen höher. Und dann dachte ich, komm, ich gebe dir mal so ein Ding, so ein Hint vielleicht. Aber ich hätte gar keine... Mit deiner Hilfe wird es umsonst heute. Ja, war geil. Hey, fast genau richtig. Hättest du jetzt 365, hätte ich dir 2 Punkte gegeben. Aber ich glaube nicht, dass du 365... Also ich war ausgeschlossen, dass du 365 sagst. Okay, das bedeutet Punkt 2. Aber eine sehr interessante Frage, weil da kannst du halt komplett in die Hose langen bei so einer Frage, ne? Die hätte jetzt auch ja, für 1000 oder für 50 verkauft werden können, wie ich gesagt habe. Ja, also wenn das irgendwie blöd ausläuft und du hast irgendwie... Das kriegt keiner mit, dann... Ja, war wenig Geld über den Tisch. Gut, ja. War ambitioniert angesetzt. Vielleicht war es auch Wunschdenken von mir, dass die Karten so teuer sind. Aber ja, keine Ahnung. Ich hoffe, Steph und Clay machen in den Playoffs besser und dann wird es schon. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir zu Frage 4. Du hast 2 Punkte. Und zwar wäre Nikola Jokic der erste Spieler in NBA History, der 3-mal in Folge den MVP holt? Ist eine Ja- oder Nein-Frage. Ich für meine NBA-Expertise bin mir ziemlich sicher, dass er den 3. in Folge holen muss. Genau. Weißt du, ob es schon mal jemanden gab davor, der 3 in Folge gewonnen hat? Ja, gab es sogar 2 Leute. Waren es 2? Ich glaube schon. Also, er wäre nicht der erste auf jeden Fall. Okay, also du bist ganz klar bei Nein. Ja. Okay, dann locken wir es ein. Ziemlich confident. Und es ist nein, ja. Es gibt tatsächlich 3 Leute. Wenn du mir alle 3 sagst, gebe ich dir einen extra Punkt. Ich habe die nebendran aufgeschrieben.
Also das ist gar nicht Teil der Punkte, du könntest dir sogar 14 holen. Wenn du alle drei, also kannst du, ja. Ja, pass auf, also MJ definitiv einer davon. Mhm. Glaube ich. Dann, ich würde jetzt mal behaupten, Will Chamberlain kannst du auch, könnte auch sein. Mhm. Und Magic vielleicht? Okay, ich löse es aus. Also es wäre eh jetzt ein extra Punkt noch gewesen. Es ist falsch. MJ hat keine drei geholt in Folge. Es sind Bill Russell, Will Chamberlain und Larry Bird. Ich habe vorhin nachgeguckt. Ah, okay. Schade. Ja, aber ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es schon mal jemand. Also ich hätte auch, also ich wusste es wirklich nicht, die Frage. Aber ich glaube, einfach wenn man zurückguckt, wie viele geisteskranke Spieler es schon gab, hätte ich auch einfach Nein gesagt, weil irgendwer hat es bestimmt schon mal geschafft. Aber ich glaube, viermal in Folge hat es keiner geschafft. Soweit ich mich recht erinnere. Aber was sagst du, Jokic MVP? Durchaus möglich. Also ich meine, der Typ spielt krank da. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Ja. Es ist aber tatsächlich eigentlich... Ja, ich finde es tatsächlich schwer, weil momentan so viele Leute auch die letzten 2-3 Jahre einfach relativ performen. Und, aber ich denke eigentlich, wenn du jetzt das... Ich meine, ja, kommt immer Narrativ und Bowlers Verzicht dazu, aber ich würde eigentlich sagen, eigentlich muss es ihm geben. Ich finde es auch, also sportlich und alles in allem betrachtet, von dem, wo sein Team gerade steht und allem, sage ich auch, dass eigentlich für mich sogar eindeutiger als die letzten Jahre. Weil die letzten Jahre waren so Giannis und Embiid für mich näher dran als dieses Jahr an Jokic. Ich finde es noch mal krasser dieses Jahr irgendwie, der Jump. Ich habe gesehen, ich habe die verkackt. Ja, also wir müssen schnell die Seite wechseln, Enrico. Ich habe verkackt hier oben. Naja, ist gut. Okay, warte mal. Nee, klar, mach weiter. Du hast 3 Punkte schon aus 4 Fragen. Scheiße, ich glaube, es könnte eine Nullnummer werden hier für mich. Okay. Frage 5. Oh, spannende Frage. Weißt du es? Von welchem Team Chris Middleton damals gedraftet wurde? Ja, war tatsächlich eine meiner ersten Karten, die ich ziemlich abgefeiert habe. Das waren die Pistons. Ja, kacke. Hatte ich tatsächlich ein Rookie-Autogramm, das Glass-Rookie. Das war damals ganz am Anfang. Oh, ich bin natürlich auch ein bisschen auf den Teil eingestiegen und da fand ich, habe mich super gefreut, weil das ein super Spiel für mich war. Ja. Das war geil fand. Scheiße, ich wusste nicht so wirklich. Genau, da weiß ich. Ich wusste ja, dass du Bucks-Fan bist. Ich wusste, dass Jrue Holiday Giannis und Middleton fällt dann immer auch so raus, auch von den Sammlern. Ich kenne jetzt niemanden, der Middleton sammelt. Deswegen war ich mir nicht so bewusst, ob du so die Historie von Chris Middleton kennst. Aber es war ja dann ziemlich easy für dich, die Frage dann. Ich wusste es tatsächlich auch. Ja. Okay. Ja, also ich bin ja da auch schon ein bisschen länger dabei und zu meiner Schande bei NBA 2K damals noch habe ich Giannis mal weggetradet im ersten Jahr. Ich verstehe, ja, ich zock auch manchmal im Bild, okay. Scheiße, okay, was heißt scheiße? Gut für dich, du hast schon 4 Punkte aus 5 Fragen, ne? Also es läuft eigentlich sehr gut, oder? Bist du zufrieden bis jetzt? Ich bin super zufrieden, ich meine, klar, bei der einen war Hilfe dabei, aber ansonsten läuft ganz gut. Okay, let's go, dann würde ich sagen, Frage Nummer 6. Und zwar, hast du Ahnung von, man sieht die Karte nicht so richtig, weil meine Kamera schiebt die mal kurz. Hast du Ahnung von Football, generell? Ja und nein. Also ich kenne mich ein bisschen aus. Ich habe es auch eine Zeit lang geguckt. Habe tatsächlich auch ein Lieblingsteam. Aber bin jetzt dann nicht komplett up to date. So. Okay. Also das sind beides Karten von mir. Also ich kenne die Leute auf den Karten auf jeden Fall. Okay. Also sind beides Karten von mir. Ich sammle beide gerade. Und sind beides On-Card, also sehr schöne Autogramme von beiden Spielern. Und du musst mir jetzt sagen, welche Karte deiner Meinung nach mehr wert ist. Und wieder, du kannst gerne wieder laut denken, die Zuschauer einfach abholen, was du denkst, was dein Prozess so ist. Klar, gerne. Origins natürlich auch ein gutes Set, so. Aber Rookie Ticket ist halt auch irgendwie eine iconic Karte einfach. Mhm. Von daher. Also ich denke tatsächlich, dass auch nicht so viel auseinander ist. Mhm. Aber ich würde am Ende tatsächlich mit der Jerry Judy Origins On-Card gehen. Du würdest Judy lockst du ein? Ja, würde ich tatsächlich einlocken, ja. Okay, also ich kann dir sagen, liegst du falsch. Es ist wirklich heftig,
wie billig Jeudy aktuell ist. Also die Denver Broncos, also ich verfolge NFL, wir gucken jeden Sonntag zusammen. Mein bester Kumpel spielt jetzt spanische Nationalmannschaft. Der ist Football Running Back, also ich habe so einen Freund, die haben richtig Plan. Und Jeudy ist okay, krass billig, weil die Broncos diese Saison komplett abgekackt haben mit Russell Wilson. Und die ganzen Broncos-Card kriegst du hinterhergeworfen. Jetzt habe ich es gerade. Okay, krass. Warte mal. Also ist da wirklich viel drunter? Hast du eine Spanne parat? Was meinst du? Den Preis oder was? Ob du eine Spanne hast, die fehlt zwischen. Ja, Karten, es sind ungefähr, also die Jeudy ist ungefähr 30 Euro wert und die Amon-Ra ungefähr 50. Und 30 Euro für eine Rookie-On-Card ist wirklich sehr wenig, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Das finde ich auch krass wenig, das finde ich. Ja, finde ich auch. Deswegen bin ich gerade ein bisschen auch dabei, Jeudy zu kaufen, weil ich denke, dass die nächstes Jahr wieder besser sein werden. Und gerade kriegst du ihn echt hinterhergeschmissen. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, Amon-Ra ist halb Deutscher. Ja, das wusste ich. Das wusste ich. Und okay. Ich wusste auch, dass du beides ja feierst. Okay. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, gar nichts gesehen. Ja, ich glaube gar nichts. Okay. Ja, gut. Ich dachte tatsächlich, dass du das, weil du dir sehr confident warst, dachte ich, du bist safe auf der Amon-Ra. Aber gut, hast immer noch 4 Punkte und wir gehen zu Frage Nummer 7. Let's go. Und wieder eine Bugs-Frage. Aber ich glaube, dass du es weißt. Wie oft haben die Bucks den NBA-Titel geholt? 1, 2 oder 3 Mal bis jetzt? Also in der ganzen Historie. Zweimal, sagst du? Zweimal. Ja. 71 und 21. Okay, gut. Schwarze, ich wusste nicht, dass es so rausgeschossen kommt, weil du kriegst den zweiten Punkt, wenn du mir hättest sagen können, wie viel, wann. Und ich hätte nie gedacht, dass du wusstest, dass die 71 gewonnen haben. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Also ich habe die letzte Serie halt dann durchgesucht und so. Ja. Da waren auch nicht mehr viel mit Schlaf und so. Okay. Von daher doch 50 Jahre dazwischen, das wusste ich so. Ach stimmt. Für mich ein sehr schönes Erlebnis. Ja, weil wie gesagt, als ich angefangen habe, das war zu Brandon Jennings Zeiten und Monta Ellis war damals noch da. Das war also ganz, ganz schwierig anzuschauen. Ich habe schon gehört, also ich habe so bei 5, 6 Jahren richtig angefangen. Also da war Janis schon so im Kommen, sage ich mal. Und ich habe schon gehört, dass die Bucks davor eine Katastrophe waren. Aber jetzt, wo du sagst, es sind wirklich 50 Jahre dazwischen, dann kann man sich das als Fan, glaube ich, sehr, sehr gut merken. Scheiße. Ja, vor allen Dingen, wenn Janis dann noch 50 Punkte macht. Jo, okay, es hat alles gepasst. Geil. Es hat alles gepasst. Okay, gut, dann hast du 6 Punkte schon und wir kommen erst zu Frage 8. Also du kannst immer noch, nee, du kannst nicht mehr, du kannst auf 1 Euro kommen, glaube ich noch. Auf 1 Euro für die Karten. Okay, dann würde ich sagen, Frage Nummer 8. Oh, meine Lieblingsfrage. Also, ich habe die Stats von dem Spieler hier, okay, aus deinem Team. Und du musst mir sagen, welcher Spieler gemeint ist. 14 Punkte, fast 10 Rebounds, 1,7 Assists, 50% Field Goal, 34% Three-Point Percentage. Ein Spieler aus deinem Team, ein aktueller. Okay. Hast du eine Ahnung? Also es ist erstmal eine sehr geile Frage. Danke. Danke. Ist aber auch so eine Frage, wo du komplett natürlich einen kürzeren ziehen kannst. Ich würde jetzt einfach sagen, okay, Dreierquote, fast 10 Rebounds, 14 Punkte, 1,7 Assists, das hört sich, und eine einigermaßen hohe Feldwurfquote. Ich würde sagen, Brook Lopez tatsächlich. Du sagst Brook Lopez? Splash Mountain, ja. Okay, es ist aber mein Boy Bobby Portis tatsächlich. Ich habe schon gedacht, dass du zwischen Bobby oder Brook Lopez sagst, weil es hat so ein bisschen nach Shooting Center angehört oder Power Forward von den Stats her. Voll, aber den ja, gibt's auch noch. Den gibt's auch noch. Ich feiere, der spielt eine richtig gute Saison, ne? Also ich feiere den. Absolut, ja. Und das ist auch ein geiler Typ, glaube ich, im Team zu haben, weil der gibt jeden Abend 110%, wenn er spielt. Voll, das ist, also mein ähnlich wie bei Thanasis, nur mit bisschen mehr Skill. Ist einfach, glaube ich, ziemlich geil, wenn du den in deinem Team hast. Ja, absolut essen, wenn der auf der anderen Seite steht. Say, und der hat auch, ich habe ja immer Bilder rausgesucht, dann der hat nur so gestörte Bilder, der guckt immer wie so ein Kranken, wie so ein Psycho, aber ich feiere den übelst, also wirklich. Ich habe mir auch mal überlegt, weil ich den wirklich so hart feiere, anzufangen, Bobby Portis zu sammeln. Kriegst du ja bestimmt auch billig, ne? Ja, aber tatsächlich relativ schwer, glaube ich, in Deutschland. Also zumindest als ich damals, ich fand den auch immer geil. Ja. Und hab da ein bisschen nicht umgeschaut, aber ich habe tatsächlich jetzt in Deutschland direkt relativ wenig gefunden. Okay, ich habe auch noch nicht viel gesehen. Das ist schon relativ, also. Finde ich auch, ja. Verstehe ich, wenn man den sammelt. Weil der wurde von den Chicago Bulls gedraftet, richtig?
Genau, ja. Ja, okay. Gut, Oder, also ich, zumindest hat er ganz früh da gespielt. Ich ich glaube auch, dass er eben. glaube, da wurde gedraftet davon. Ich glaube auch, ja. Okay, wir sind immer noch bei 6 Punkten und wir kommen zu Frage 9. Also, du hast noch genug Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Und zwar ist die Frage: Jrue Holiday wurde damals von den Pelicans zu den Bucks getradet. Weißt du, wie viele First-Round-Picks in dem Deal involved waren? Also von Das den ist eine Bucks. miese Frage, Das ist meine Expertisefrage. Ich bin so ein richtiger Trade-Experte. So ey. Trade-Deadline-Offseason, Ja, das ist genau meine Zeit. es ist auch, ja, ist auch sau spannend. Ich überlege gerade, wie viel sie da hatten oder ob sie da noch viele hatten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich, das wäre jetzt alles gelogen. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, zwei ist, glaube ich, eine gute Zahl. 2 ist eine gute Zahl. Ja. Okay, es waren tatsächlich 3 Stück. Die haben voll, Okay. also, die, also zu dem Zeitpunkt hat man gesagt, es ist viel zu teuer gewesen. Die haben sogar 3 First-Round-Picks und 2 First-Round-Pick-Swaps getradet. Was schon krass ist für Jrue. Aber die Bucks waren halt in dem Risiko, dass sie Giannis verlieren, wenn sie nicht einen Titel gewinnen zu dem Zeitpunkt. Und Ja, deswegen. vor allem Ja. ist es ja auch ein Riesen-Update gewesen zu Eric Bledsoe. Also der Auf Meinung jeden bin ich Fall. auch. Der Ich ist meine, auch. wie gesagt, auch nicht sicher, wie viele Picks er hat noch. Also Jrue, der ist ein mega Spieler, der hat perfekt reingepasst. Der war ja auch ein Missing Piece. Der mir, das war ja das Jahr, wo sie getradet haben für ihn, wo sie die Championship gewonnen haben, ne? Ja, ne, das war das. Ja, genau. Also war jeder Pick worth dieser Welt, weil sie erstens Giannis gehalten haben, happy gemacht haben und den Titel gewonnen haben. Was willst du mehr? Also die hätten auch 10 ausgegeben für den wahrscheinlich. Aber es waren tatsächlich 3 Stück. Okay, dann haben wir noch 2 Fragen und 3 Punkte zu holen. Du hast immer noch 6 Punkte auf dem Konto. Und wir kommen zu einer Mo Wagner-Frage. Und du musst mir jetzt sagen, an welcher Stelle Mo Wagner zu 18 gedraftet wurde. Und du hast 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. 1 bis 10, 11 bis 20. Du weißt es? Also ich bin, also ich hätte genau sagen können, welche Stelle das war. Ja. Ich glaube 17, aber also es sind 11 bis 20 auf jeden Fall. 11 bis 20, sagst du? Ich glaube, ja. Ich dachte auch, es ist 11 bis 20, aber er wurde an 25 gedraftet von den Lakers. Und das Okay. wusste ich. Ich dachte auch, dass er früher gedraftet wurde. Und Leute, wenn ich irgendwo einen Fehler drin habe in meiner Recherche, tut es mir mega leid, dann werde ich es auf jeden Fall irgendwie editieren und dann dir natürlich noch einen Punkt geben. Aber er ist an 25 gedraftet worden tatsächlich. Und ich dachte auch, dass er früher gefallen Also ist. kann wohl sein. Ich habe tatsächlich irgendwie die Sitze im Kopf gehabt, aber Ich hatte sogar noch früher im Kopf. Also, ich weiß diese ganzen Fragen auch nicht alle auswendig. Boah. Warte, ich google jetzt schnell auf nee, Handy. ist eine gute Frage auf jeden Fall. Pick 25, ja. Tatsächlich. Also, ja. Stimmt. Krass, ich dachte auch früher, weil irgendwie war voll der Hype um ihn irgendwie. Deswegen dachte ich auch, dass er viel früher gefallen ist. Lottery sogar. Ja. Ja, tatsächlich kommen wir dieses Jahr einigermaßen, was ist einigermaßen, das Spiel ist eigentlich ziemlich gut. Du spielst solide, ja. Freut Ja. mich auch, nachdem da jetzt wirklich der Vertrag endlich auch in Gefahr war. Und doch, finde Der ich cool, ist ein ist halt cooler auch Fit. ein Top-Typ, den willst du im Team haben. Egal wie viele Minuten der spielt, ob es 5 oder 10 oder 15 sind, der gibt alles, der feuert von der Bank an. Das ist geil. Also den will eigentlich jeder haben. Ich finde den auch mega. Ich finde den auch mega, ja. Okay, würde ich sagen, nächste Frage, noch 2 Stück. Ah nee, warte, ich kann sagen, das ist die letzte Frage, glaube ich sogar. Und zwar, wie heißen die 2 Brüder von Jrue Holiday und wo spielen sie aktuell? Also kriegst du einen Punkt, wenn du mir die Namen von den Brüdern sagst und einen Punkt, wo die spielen. Die beiden. Gut, also die Namen sind Aaron und Justin. Ja, das ist schon mal Punkt 7. Aber sie spielen ist halt, ja. Ich wusste es bei Also einem, beim ich. anderen wusste ich es nicht. Einer ist bei den Pacers, glaube ich, oder? Oder war, Ich ist. Also ich würde sagen, er ist bei den Pacers. weiß es Aber nicht. wer ist das jetzt von den zwei? Egal, okay, einer ist es okay für mich, wenn du sagst, einer bei den Pets und das andere Team. Wenn du beide Teams richtig hast, ist es okay für mich tatsächlich. Also ich habe es tatsächlich letztens noch gelesen im Boxscore, aber und Die habe mir das noch gedacht. wurden ja auch wirklich oft Aber keiner. rumgereicht, ne? Also muss man auch sagen. Ja, und ich glaube, der eine eben diese Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche und boah, keine Ahnung. Vielleicht bei den Mavs irgendwo ganz hinten auf der Bank oder so. Keine Ahnung. Pacers und Mavs lockst du Aber ein? okay. Ist das von Mavs, sage ich ja. Okay, es ist wirklich unlucky, Enrico. Ich hätte dir so gegönnt diesen zweiten Punkt. Aber
der spielt bei den Hawks und Mavs war sogar richtig als dein zweiter Guess. Und Aaron okay. Holiday spielt ja, okay. schon seit einem Jahr ungefähr von den Pacers. Der war bei den Pacers und spielt bei den Hawks. Das wusste ich, aber Justin Holiday wusste ich nicht tatsächlich. Weil der wurde wirklich oft rumgereicht in den letzten Jahren. Also ich war tatsächlich noch der Meinung, dass ich bei Mavs jemanden gelesen habe, aber ich habe irgendwie Pacers zu Hawks, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. der war wahrscheinlich irgendwo involviert. Letztes Jahr in der Trade Deadline war der irgendwie involviert, vielleicht sogar im DeJounte Murray Deal irgendwie mit drin oder so. Aber ja, oder hat gut möglich, ja. Ja, ja. Das war's sogar tatsächlich, glaube ich. Ja, das war's. Das war die letzte Frage. Und du hast 7 Punkte geholt von möglichen 12. Und ich danke dir erstmal, du hast das mega gemacht. Du stellst jetzt den Rekord mit 7. Mit 7 Punkten. Den muss erstmal jemand knacken. Also 7 zu holen hört sich immer easier an, als es ist dann. Wie du auch gesagt hast, wenn man dann die Frage vor sich hat, hat man manchmal auch so ein bisschen eine Blockade. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, voll. Ja, mega zufrieden, weil das war tatsächlich so. Du liest die Frage durch und sitzt hier und auf einmal, ja. Also ich schwöre dir auch, die Mo Wagner-Sache, die hätte ich wahrscheinlich, wenn du mich irgendwie morgen Mittag fragst, so per WhatsApp oder irgendwas, ja. Dann beantworte ich. Safe. So, ja, ist es komplett weg tatsächlich. 7 bin ich super happy mit, auf jeden Fall. Und doch, also vielen Dank, dass du mich mitmachen lassen hast. Hat mega viel Spaß gemacht und wirklich ein sehr, sehr gutes Format. Immer wieder gerne. Ich danke dir. Also mir macht es auch mega, mega Spaß. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr gemacht hättet. Du hast mir auch letztes Mal gesagt, bei der ersten Folge hättest du, glaube ich, 5 und einen mehr gemacht als der Kandidat, ne? Eine Frage mehr beantwortet, hast du mir gesagt. Ich glaube, es ist so knapp mehr, ja. Okay. Aber da waren auch ein paar tricky Sachen beleuchtet. Oh ja, es war wirklich tricky. Ich fand das auch jetzt nochmal geiler, weil ich halt jetzt noch ein bisschen Feedback bekommen und konnte natürlich ein bisschen die Fragen anpassen und auch noch ein paar mehr Kartenfragen mit einbauen. Ich fand die One-of-One-Frage sehr tricky, aber sehr cool zum Beispiel. Und jetzt noch die Frage, ob du die Karten, die ich dir angeboten habe, für 5 Euro haben willst. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Kobe ist wirklich im perfekten Zustand und die sieht mega aus. Und für so Karten kriegt man in Deutschland wahrscheinlich nochmal das Doppelte. Ja, dann würde ich sagen, ich schicke dir die gerne zu. Wir klären das dann gleich ab. Und checkt auf jeden Fall Enrico auf Instagram ab, weil wie gesagt, es lohnt sich, so wie er sein Instagram und seine Karten da präsentiert. Den Namen habt ihr auf jeder Slide gesehen. Ich glaube, den überseht ihr nicht. Und dann danke ich dir, dass du da warst. Vielleicht werden ja die ersten Kandidaten irgendwann zur Runde 2 eingeladen. Und dann hast du das letzte Wort, würde ich sagen. Also dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Wahrscheinlich wird es ein bisschen Überlänge. Und ja. Alright. Dankeschön. Haut rein. Bis dann. Ciao.